Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Rahmen der IFA 2024 hat Goovy unter anderem die Goovy AI Syncbox 2 vorgestellt und die ist richtig spannend, denn die könnt ihr an euren Fernseher anschließen und dann leuchtet das Licht im Hintergrund vom Fernseher zum Bildschirminhalt und nicht mit so einer kleinen Kamera, die auf den Bildschirm guckt. Nein, eine richtige Syncbox quasi als Konkurrent zur neuen U-Syncbox. Nur, dass das Ganze hier viel, viel günstiger ist. Und die wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Wir fangen wie immer mit den Details an. Viel Spaß! So ein Unboxing-Format machen wir eigentlich nie, aber wir unboxen hier jetzt trotzdem einfach mal ein bisschen. Es gibt viel zu lesen, was ich nie lese, und es gibt hier drin das Netzteil. Also es gibt natürlich ein Netzteil für die Syncbox. Sieht so aus. Und hier sind auch noch so ein paar Clips drin, die man natürlich braucht, wenn man nachher den Lightstrip, der hier im Lieferumfang schon enthalten ist, braucht, um den Lightstrip an den Fernseher zu kleben. Ich habe dieses System von Goovy schon eine ganze Zeit zu Hause im Einsatz, das, wo man quasi eine Kamera braucht. Gibt es ja schon lange, gibt eine kleine Kamera, die wird oben am Fernseher befestigt, dann guckt die Kamera auf den Fernseher nach unten und sieht den Bildschirminhalt und passt das so an das Bildschirm, an das Licht, an den Bildschirminhalt an. Funktioniert auch ganz gut. Aber mit so einer, ja, wo das HDMI-Signal quasi aufgefangen und verwertet wird, funktioniert natürlich noch viel besser. Da ich hinten schon so einen Lightstrip bei mir am Fernseher dran habe, werde ich natürlich auch gleich mal, wenn wir dann zum Praxistest kommen, gucken, ob ich den da einfach dran lassen kann oder ob ich jetzt zwingend den Lightstrip, der hierbei ist, mitnutzen muss. Wo wir vom Lightstrip sprechen, das Ganze, also das hier ist hier das Set für 55 bis 65 Zoll. Dafür, für solche Fernseher passt es. Es gibt das ganze Set auch nochmal für PC-Bildschirme. Habe ich auch schon mal getestet vor einer ganzen Weile. Ich verlinke euch das mal hier oben. Funktioniert auch echt gut. Das ist aber jetzt endlich das auch für Fernseher. So, hier ist ein HDMI-Kabel mit dabei. Nein, es sind zwei HDMI-Kabel mit dabei. Und dieser lange Lightstrip hier hat einfach nur einen USB-C-Anschluss. Und hier, einmal hier in diese Kamera gehalten. So sieht hier der Strip mit den LEDs aus. Packe ich jetzt mal nicht aus, ist gleich alles Praxistest. Jetzt schauen wir natürlich auch nochmal hier die Syncbox an. Ja, wenn sie nicht eingeschaltet ist, ist sie recht unspektakulär. An der Oberseite sieht man hier das Goovy-Logo einmal drauf. An der Vorderseite, ich weiß noch von der IFA, da habe ich das gesehen, der Part hier vorne, der kann auch leuchten und auch sogar zum Bildschirminhalt mitleuchten. Das geht ja, glaube ich, einmal komplett rum. So sieht sie von unten aus. Nichts Spektakuläres, nur kleine Gummifüße, damit sie nicht so hin und her wackelt oder hin und her schabt auf dem Teppich. Das Ganze funktioniert auch mit Meta. Hier hinten ist schon der Meta-Code mit drauf, werde ich mir natürlich auch anschauen. So sieht sie von der Rückseite aus. Hier sieht man, hier ist einmal der HDMI-Output. Das heißt, hiervon geht es direkt zum Fernseher. Einen USB-C-Anschluss hat man hier noch. Ich weiß gerade nicht warum, aber das werde ich gleich noch nachreichen, denke ich. Dann hat man 1, 2, 3, 4 HDMI-Eingänge. Das heißt, da könnt ihr eure Playstation, euren Fire TV-Stick, was auch immer, dran anschließen, um dann eben das Fernsehsignal so an den Fernseher zu bringen. Natürlich wird hier hinten noch der Strom dran angeschlossen. Es gibt an der Seite, aber nur an der einen, ja, hier sind Knöpfe dran. Die, denke ich mal, schalten die Signale durch. Wenn man das hier manuell machen möchte, habe ich mir noch nicht angeschaut. Das ganze Funktionsumfang und so weiter mit der App, das schauen wir uns natürlich gleich im nächsten Part an. So sieht das Ganze aus. Schon mal vorab, ich habe es, glaube ich, eben schon mal erwähnt, 239 Euro ist die UVP. Das ist definitiv eine Kampfansage an Philips Hue, die ja gerade erst ihre Syncbox 8K vorgestellt haben. Ich habe den Preis gar nicht mehr im Kopf, den sie mir da auf der IFA genannt haben, aber ich glaube, die kostet so in Richtung 400 Euro, 380, 350, irgendwie so kostet sie, glaube ich, 239 Euro. Plus man hat hier halt den Lightstrip direkt schon mit dabei, ist natürlich deutlich günstiger und unterstützt Meta. Also ist insgesamt wirklich sehr spannend, aber jetzt lang genug rumgelabert. Jetzt haben wir uns das Ganze einmal angeschaut und jetzt werde ich nach Hause fahren, denn in Himmelboro gibt es keinen Fernseher. Und ich werde den Fernseher mit dem Ganzen ausstatten. Ich werde euch das zeigen, werde ein bisschen darüber sprechen. Danach schauen wir uns die ganzen Funktionen in der App an. Erfahrungsbericht kommt natürlich auch mit dazu. Damit geht es dann jetzt auch direkt weiter.
So, sprechen wir kurz über die Installation. Das will ich gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Ich habe ja gesagt, ich gehe auch nochmal drauf ein, ob ich den LED-Strip, den ich schon hinterm Fernseher verbaut habe, weil ich schon das Set von Goovy mit dieser Kamera nutze, nehmen kann. Habe ich ausprobiert. Nein, funktioniert nicht. Der Strip wird dann einfach nicht richtig erkannt, zeigt irgendwelche Farben bei der Installation, die da nicht hingehören oder die ich bei der Installation nicht sehen soll. Also habe ich ihn abgeruppt und den nochmal dran geklebt. Das ist generell kein großer Akt. Ihr müsst halt diesen Strip einmal komplett von der Rückseite um den Fernseher herumklicken. Die Box wird aufgestellt, mit dem Strom verbunden und dann natürlich mit dem LED-Strip per USB-C verbunden. Das war's auch schon. Danach macht ihr natürlich eure Eingänge, also was ihr alles so habt. PlayStation bei mir, Fire TV Stick und mein NAS schließe ich da hinten an die verschiedenen Eingänge an. Und das war's. In der App könnt ihr dann einmal die Installation durchspielen. Da wird euch alles genau gesagt, was ihr machen müsst. Und das war's dann auch schon. Die Installation ist also wirklich nicht groß schwer. Je nachdem, wie groß euer Fernseher ist, kann es sein, dass ihr vielleicht ein bisschen Hilfe benötigt, dass einer das hält und der andere gibt den Strip weiter und so weiter. Ich habe es aber komplett alleine hingekriegt. Okay, so viel zum Part Installation und dann schauen wir uns natürlich jetzt auch mal den Funktionsumfang an und wie gut funktioniert das Ganze mit der, ja, mit der Beleuchtung zum Bildschirminhalt. So, dann blende ich jetzt hier die App wieder für euch ein, damit ihr einmal schauen könnt. Das ganze Set ist natürlich bei mir zu Hause installiert. Dementsprechend werde ich hier immer mit Überblendung arbeiten. Also, ihr seht, ich habe viele Produkte von Goovy hier mit drin. Hier oben ist die Syncbox. Ihr könnt sie hier direkt ein- oder ausschalten und ihr seht, dass sie mit dem WLAN verbunden ist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann lädt sie kurz einmal und dann seht ihr, dass man hier verbunden ist. Im Moment ist das Gerät ausgeschaltet. Hier oben schaltet ihr das Gerät an und jetzt habt ihr eine Hintergrundbeleuchtung und ihr seht, dass ihr verschiedene Modi habt. Das heißt, ihr habt Farbe, das heißt, ihr könnt selber einstellen, welche Farbe soll die Hintergrundbeleuchtung haben. Hier unten seht ihr, könnt ihr das einstellen. Das kann eine ganz normale Hintergrundbeleuchtung sein, die auch gar nicht auf den Bildschirminhalt integriert. Einfach, wenn ihr sagt, nee, ich möchte jetzt einfach gerne, keine Ahnung, einen warm-weißen Hintergrund haben, dann könnt ihr das machen, zum Beispiel auch, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Szenen, das ist das Übliche bei Goovy. Es gibt hier zig verschiedene Szenen, die hier mit bunten Dingen durchspielen. Das heißt, ihr könnt hier draufklicken und dann gibt es einfach lustige Farbeffekte, die mal schnell, mal langsam sind. Die gibt es zu verschiedenen Jahreszeiten, zu Weihnachten, Feuerwerk, Valentinstag, Leben, Gefühl, Tanz und so weiter. Also es gibt hier tatsächlich super viele Szenen. Ich finde, die sehen auch immer sehr hübsch aus. Muss natürlich einfach zu dem, was ihr euch vorstellt, passen. Ihr könnt das Ganze auch wieder zur Musik reagieren lassen, hier mit verschiedenen, ja, Modi, Energie, Rhythmus, Spektrum. Das heißt, wenn ihr Musik abspielt zu Hause, dann kann das ganze Licht reagieren. Und das könnt ihr natürlich auch auf das generelle System von Goovy ausweiten, dass quasi, wenn ihr viel von Goovy zu Hause habt, eure gesamte Bude blinkt. Bei Do-It-Yourself könnt ihr euch auch nochmal komplett austoben mit eigenen Dingen. Hier seht ihr, dass andere Nutzer auch schon Dinge hochgeladen haben, die ihr dann übernehmen könnt. Unter dem Punkt mehr seht ihr, ihr habt Timer, Effektlabor. Ihr könnt hier ganz viele verschiedene Sachen machen. Das aber natürlich nicht, also nochmal hier, ne, man kann natürlich auch die, die Helligkeit hier einstellen. Interessant ist natürlich bei diesem speziellen Produkt, der HDMI-Box hier, dieser AI-Sync-Box, nicht mit Philips Hue verwechseln, dass man hier auf Video klicken kann. So, und wenn ich jetzt auf Video geklickt habe, dann, jetzt ist gerade nichts zu Hause eingeschaltet, dann reagiert das Ganze auf den Bildschirminhalt und da könnt ihr auch noch mal ein paar Dinge anpassen, wie ihr das haben wollt, die Sättigung und so weiter. Und das funktioniert auch gut. Das habe ich ausprobiert. Ja, das funktioniert gut. Gleichzeitig seht ihr hier oben, dass man hier die HDMI-Ports hat. Ihr könnt also quasi hier drin in den verschiedenen Ports schalten, weil ihr habt ja jetzt quasi nur noch einen, im Normalfall, also bei mir ist es so, ein Port von der Box selber an den Fernseher, HDMI 1 belegt. Und dieser HDMI 1, der zeigt dann, je nachdem, was ihr hier angeschlossen habt, die verschiedenen Dinge an. Ihr könnt das auch noch konfigurieren. Das sieht man ja hier, dass ich hier schon so ein kleines Apple TV-Symbol mit drin habe. Das heißt, man kann sich auch noch konfigurieren. Hier oben in den Einstellungen kann man das irgendwo machen. Hier kann man sich auch nochmal den Lichtstreifen kalibrieren. Die Symbole hier kann man hier einstellen. Habt ihr eine PlayStation zum Beispiel, 3 ist PlayStation, dann könnt ihr das bestätigen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob der Eingang 3 die PlayStation ist. Aber wenn ihr das habt, dann seht ihr das halt hier oben so, dass ihr die verschiedenen Symbole habt. So, das ist generell erstmal das, wie das Ganze funktionieren soll. Einmal alles installiert und alle Eingänge an die HDMI-Box da angeschlossen und das Ganze an den Fernseher angeschlossen. Und alles soll zum Bildschirminhalt leuchten. Funktioniert auch gut. Ich habe verschiedene, ja, Testvideos, es gibt ja so Ambilight-Testvideos laufen lassen. Da kann man sehen, dass die Farbdarstellung passt. Generell bei diesen Videos funktioniert das auch. Es gibt Szenen in verschiedenen Filmen, wo ich jetzt zwischendurch in den letzten 2 Wochen mal geguckt habe, wo die Farbdarstellung eine andere ist, als dass ich sie vielleicht erwartet habe. In den meisten Fällen passt es,
Aber es gab auch schon mal, dass der Bildschirminhalt generell relativ, naja, neutral ist, gar nicht so farbenfroh. Und dann ist die Umrandung halt relativ rosa-lila gehalten, obwohl auf dem Bildschirminhalt eigentlich gar nicht wirklich was lila ist. Das heißt, es gibt tatsächlich Szenen oder Momente, wo die Farbdarstellung eine andere ist. Wenn man jetzt richtig genau drauf guckt und jetzt quasi jemand ist, der das so nutzt, der sagt, ich will ganz genau, dass da oben ist Rasen, dann möchte ich, also Quatsch, warum sollte oben Rasen sein? Da unten ist Rasen, deswegen soll es da in der Ecke grün sein, da oben ist Himmel, Wasser, was weiß ich auch immer. Dann fällt einem das in manchen Szenen auf, dass das manchmal nicht passt. Im Allgemeinen passt es und ich achte jetzt auch nicht so sehr darauf, dass ich sage, so, oh, guck mal, die Farbe da oben hat gerade nicht gepasst. Ich finde es generell einfach sehr schön, so eine Hintergrundbeleuchtung zu haben, die sich anpasst, weil das einfach diese harte Kante vom Fernseher aufweicht und ja, mir persönlich einfach sehr gut gefällt. Also es funktioniert mit kleinen Schwächen, das habe ich gesagt. Kleine Schwächen, das ist auch das mit den HDMI-Ports. Ich habe es ja normalerweise so, ich nutze sehr viel einen Fire TV-Stick und wenn ich damit den Fernseher einschalte, dann geht er natürlich auch direkt auf diese Eingangsquelle. Dann habe ich die PlayStation, wenn ich die einschalte, geht er auch direkt auf die Eingangsquelle. Da hatte ich hier manchmal Momente, wo es ein bisschen gehakt hat. Das heißt, ich wollte einen speziellen Kanal haben und musste dann immer wieder hier draufklicken und sagen, doch, jetzt aber den. Ach nee, war das noch woanders? Da muss man sich also erstmal merken, über die Zeit, klar, kein Problem, merkt man sich, was wo ist, welcher Kanal war oder Eingang war jetzt nochmal was und dann dauerte es manchmal oder hat nicht sofort geklappt, also das Umschalten von den verschiedenen Ports. Jetzt nicht so, dass ich daraus ein riesen Ding drehen würde, dass ich sage, oh, hat ständig nicht funktioniert, es ist mir aber einfach bei der Nutzung aufgefallen, dass ich manchmal hatte, dass er nicht direkt dahin gegangen ist, wo ich das haben wollte. Ja, ansonsten funktionierte das tatsächlich alles ziemlich gut und ich denke mal, das langt auch für meinen Erfahrungsbericht. Fassen wir das Wichtigste einfach nochmal ganz kurz zusammen. Ja, die Govee AI Syncbox 2, die jetzt auch für Fernseher erhältlich ist, gefällt mir persönlich gut, denn man hat hier auch, kann man nicht anders sagen, eine coole Alternative zu der doch deutlich teureren Syncbox von Philips Hue. Die ist teurer und ihr habt noch nicht mal den Lightstrip hier mit dabei. Hier habt ihr halt in diesem Set zum Preis von, jetzt habe ich ihn gerade schon wieder vergessen, ich glaube es waren 250 Euro, habt ihr die Box und noch den Lightstrip direkt mit dabei. Die Installation war einfach und dann Einrichtung und so weiter, funktionierte alles gut. Kleinere Schwächen habe ich gerade gesagt, die Farbdarstellung ist nicht immer hundertprozentig. Manchmal hatte ich ein paar kleinere Probleme mit den Eingängen, dass die nicht immer sofort umgeschaltet haben, wenn ich das eigentlich gerade wollte. Ansonsten hat alles wirklich super funktioniert und dann denke ich, dann passt die Preis-Leistung. Es funktioniert deutlich besser oder ja, besser als die Kamera. Die Kamera, klar, die guckt auf den Fernseher und hatte auch zwischendurch manchmal das Problem, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet war, aber Licht herein schien durch das Fenster, dass der Lightstrip dann quasi den helleren Fernseher, wo das Licht drauf geschienen hat, gesehen hat und hat im Hintergrund ein bisschen weißes Licht gemacht, was ich ja nicht wollte. Das macht halt diese Syncbox hier nicht. Ist da kein Signal, kommt auch eben kein Licht hinten an. Es funktioniert sehr zuverlässig und natürlich ist diese Kamera, die sonst da oben drauf bammelte, auch nicht mehr da. Insgesamt ein cooles Produkt, muss ich sagen, gefällt mir gut. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, stellt die gerne hier unten in die Kommentare. Ansonsten wollt ihr noch ein weiteres Video schauen, dann findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.